Hi zusammen, Hannes hier auf dem Mobile World Congress in Barcelona und ich bin hier gerade am Stand von Sony, wo Sony gerade die Sony Xperia XZ2 und XZ2 Compact vorgestellt hat und die Geräte schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, schauen wir uns das Sony Xperia XZ2 an, das größere Modell von den beiden heute vorgestellten Geräten. Und 5,7 Zoll Display, ansonsten sind die technischen Daten erstmal identisch zum XZ2 Compact. Nämlich habt ihr einen Snapdragon 845 SoC, 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB interner Speicher, der letztendlich auch erweiterbar ist per MicroSD-Karte. 19 Megapixel SenseEye Camera. Also das soweit alles identisch, ist halt eben ein bisschen größer und bietet mit der Dynamic Vibration System noch ein bisschen mehr Entertainment letztendlich. Also ihr könnt hier eben, wenn ihr letztendlich die, was weiß ich, ein Video schaut, Musik schaut oder ähnliches, vibriert das Gerät im Takt mit und gibt euch noch so ein bisschen ein haptisches Feedback dazu. Frontlautsprecher sind da mit drin, also das heißt, auch audiotechnisch sollte man hier auf der sicheren Seite sein. Noch ein Unterschied zum kleineren Compact ist der größere Akku. Ihr habt hier 3180 mAh. Sollte bei Sony Smartphones an sich ausreichen, wenn die eben ähnlich energieeffizient laufen wie beispielsweise die Vorgänger. Die haben ja immer relativ lange gehalten, auch mit einem vergleichsweise kleinen Akku. Und ja, wenn man mal fix rundherum geht ums Gerät, ihr habt hier den Power-Button auf der rechten Seite, Lautstärke-Wippe dazu. Auf der anderen Seite haben wir hier einmal gar nichts in dem Fall. Und der SIM- und SD-Karten-Slot ist hier oben drin. Das heißt, hier könnt ihr einfach rausziehen, braucht ihr kein Werkzeug für, kein SIM-Eject-Tool, um letztendlich SIM- und SD-Karte rauszunehmen. Auf der Rückseite, wie schon gesagt, die 19-Megapixel-Kamera, Fingerprint-Sensor jetzt auf die Rückseite gewandert, eben statt hier seitlich per Daumen erreichbar. Finde ich ein bisschen angenehmer als an der Seite, ist einfach besser erreichbar, wenn man das Smartphone aus der Tasche zieht. Und hoffentlich dann auch ein bisschen genauer als der alte Sensor, der hat mich nicht ganz so überzeugt. Auf der Unterseite USB Type-C-Anschluss nach USB 3.1 Standard. Das heißt, schnelle Datenübertragung, externes Display, all solche Sachen könnt ihr eben damit benutzen. Das ist also auch schon mal ziemlich cool. Wireless Charging ist auch mit integriert, das heißt, ihr könnt das Ganze auch kabellos aufladen. Design hat sich Sony mal ein bisschen was Neues gewagt, ist ein bisschen abgerundeter alles, ein bisschen weniger Displayrahmen, ein bisschen moderner letztendlich. Und hier, was man auf der Rückseite, ist jetzt hier ein bisschen schlecht zu zeigen, aber die ganze Rückseite ist so leicht gewölbt und nicht mehr komplett eben. Ihr seht das hier, wie das Licht so zusammenläuft an den Ecken, dass das eben alles so ein bisschen gewölbt ist, ein bisschen abgerundeter ist. Und dadurch liegt es eben auch deutlich angenehmer in der Hand, es ist ein bisschen mehr Platz für die ganze Technik drin. Und ja, es stört nicht wirklich, dass es eben dadurch etwas dicker ist als die anderen Smartphones. Und ja, finde ich auf jeden Fall schon mal deutlich besser gelungen als eben die letzten gefühlt 14 Jahre Sony-Smartphones, die eben alle gleich aussahen und jetzt eben doch mal ein bisschen moderner geworden sind. Ansonsten ein großes Augenmerk hat Sony gelegt auf die Kamera mal wieder, denn neben ganz normalen Aufnahmen, also Fotos, Videos, wie auch immer, könnt ihr eben auch 960 FPS Super Slow Motion aufnehmen. Die Aufnahme ist zwar auf eine Sekunde begrenzt, weil dann der Buffer vollläuft der Kamera, also das heißt, der Kameraspeicher ist einfach voll, muss dann erstmal verarbeiten, weil eben einfach unglaublich viele Aufnahmen eben in dieser einen Sekunde reingelaufen. Ansonsten auch eine Besonderheit des Sony Xperia XZ2 und auch des Compact sind die 4K HDR-Aufnahmen. Das heißt, ihr könnt hier eben auch in HDR filmen. Das hat bisher auch noch kein Smartphone direkt integriert. Das ist also auch noch ziemlich cool. Hier haben wir das Sony Xperia XZ und hier das XZ2 eben. Man sieht schon, die Farben sind deutlich knackiger, deutlich kräftiger. Selbst hier auf der Kamera sieht man es schon. Und in echt sieht es nochmal deutlicher aus, sagen wir es mal so. Also nochmal deutlich eindrucksvoller aus. Und das macht schon einiges her. Ja, eines der neuen Features ist auch der 3D-Selfie-Modus. Also ihr könnt dann eben entweder mit der rückseitigen oder mit der Frontkamera ein 3D-Selfie von euch erstellen. Ja, wie ihr seht, das Ganze dauert eine ganze Weile. Man muss dabei still sitzen. Aber die Ergebnisse sind schon ziemlich nett. Also man kann hier doch einiges bei rausholen, sehr viele Details sehen. Das ist nochmal ein bisschen anspruchsvoller als eben dann so ein reines AR-Emoji oder Animoji. Sony-typisch, 5-Achsen-Bildstabilisierung steckt auch mit in der Kamera, eben wie bei den großen Kameras. Ebenfalls Sony-typisch ist die IP68-Zertifizierung. Das heißt, das Gerät kann auch ein bisschen Staub ab, kann ein bisschen Wasser ab. Das ist also auch alles kein Problem. Gorilla Glass 5 auf der Front und verfügbar ist es in 4 Farben, in Liquid Black, Liquid Silver, Deep Green und Ash Pink. Ich habe jetzt hier das Liquid Black, nehme ich an. Ja, ansonsten auch die üblichen Technologien mit drin, also LTE, Cat 18 ist hier mit bei, bis zu 1,2 Gigabit Downstream, Wi-Fi, Miracast wird unterstützt, Bluetooth 5.0, DNNA ist mit drin, NFC, wie gesagt, USB 3.1 ist mit an Bord, NFC natürlich, Google Cast.
Also da wirklich sehr, sehr viel mit verbaut, sehr viel Technik hier in dem Gerät. So, bei den Lautsprechern, Stereo-Lautsprecher mit S-Force Front Surround. Das heißt, ihr habt eben dann auch gerade bei Filmen, habt ihr dann eben auch entsprechenden Surround-Sound. Ja, insofern dann auch schon mal zum Sony Xperia XZ2 und damit bis zum nächsten Mal.